Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Und irgendwie ist mein Stuhl so hoch. So, scheiße. Das ist der beste Satz für den Anfang der Folge, würde ich sagen. Huch, jetzt habe ich mir auch noch meine Brille an dem Ding gestoßen. Am Mikrofon. Irgendwie sitze ich jetzt ein bisschen blöd, nachdem ich mich gesenkt habe. Ich weiß nicht, wo ich da oben war. Wir sind hier auf der Zitadelle fertig. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch einen Ausgang finden. Das dürfte kein Problem sein bei diesen 1 Milliarde Taxis oder Zitadel Transrapids, wie auch immer die heißen. Da, genau. Präsidium. Bezirkszugang Zitadel Turm, gemächliche Botschaften? Ich glaube, per Botschaften komme ich am schnellsten dahin, wo ich hin will. Wie komme ich denn am besten? Das ist einfach nur Avina. Botschaften. Sarans Unschuld. Mit dem Botschafter treffen. Ach, warte mal. Was? Aufträge. Das ist ja alles woanders. Ja. Der Botschafter wird dir ein Schiff und eine Crew stellen. Treffen Sie sich mit dem in der Andockbucht der Allianz. Dorthin gelangen Sie über den zentralen Fahrstuhl der C-Sicherheitsakademie. Also, nochmal zur Akademie. Präsidium. Da unten ist die Akademie. Zentraler Fahrstuhl. Ja, verwirrt mich alles. Hä? Verdammt. Ich hab doch immer keine Ahnung. Genau, da will ich hin. Fahrstuhl fahren. Ja, ist ein Traum. Meine Milch ist auch schon wieder... Also, ich hatte so eine Tasse mit Milch. Die ist leer. Im Gedenken an Eden Prime bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia. Soldatin Bhatia war eine hingebungsvolle Ehefrau und talentierte Köchin und schloss sich im Verlauf des Ausbildungsplans dem Allianzmilitär an. Nach Ende ihrer Dienstzeit wollte Frau Bhatia ein Restaurant eröffnen, doch stattdessen verlor sie beim Schutz der Kolonisten auf Eden Prime ihr Leben. Weitere Kurzporträts mutiger Soldaten und Freistellen beim Militär finden Sie beim Allianzmilitär im Extranet, wenn Sie das Keyword Mut eingeben. Okay. Ein bisschen wird ziemlich hoch gefahren, kann ich sein. Andockbuchten. Zur Andockbucht da. Na, der nächste Fahrstuhl. Hey, Fahrstuhlfahren macht Spaß. Ach, wieder hoch. Ich wurde erzogen, die Kroganer als blutdürstige Schurken zu sehen. Aber sie überraschen mich, Rex. Sie sind anders. Der Genophage ist weitaus besser zu verkraften, wenn alle Kroganer wilde Monster sind, nicht wahr? Warum gehen sie nicht zurück auf die Normandy? Wenn sie hier in der realen Welt bleiben, könnten sie sonst noch etwas lernen. Ja. Die sind doch schon oben. Ja. Passt. So. Botschafter. Ah, das Schiff. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen.
Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Das werde ich. Ich passe gut auf Sie auf, Sir. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Warum tun Sie das? Ich will die Wahrheit wissen. Warum treten Sie zurück, Sir? Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Da steckt mehr dahinter. Kommen Sie, Captain. Sie sind es mir schuldig. Ich war vor 20 Jahren in Ihrer Situation, Shepard. Sie hatten mich als Spectre ausersehen. Sie hätten nicht lügen dürfen. Warum haben Sie es nie erwähnt? Was hätte ich denn sagen sollen? Ich war zu dumm, ein Spectre zu werden? Ich habe versagt, Commander. Und ich bin nicht gerade stolz darauf. Fragen Sie mich später, dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Vorerst müssen Sie nur wissen, dass ich zusammen mit Saren auf einer Mission war und er dafür gesorgt hat, dass mich der Rat ablehnt. Ich hatte meine Chance, Shepard. Sie kam und ging. Jetzt haben Sie die Chance, meine Fehler wieder gut zu machen. Sie können auf mich zählen, Sir. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Was ist mit den Reapern? Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung, Shepard. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Aber wenn sie es tun, kann die Röhre sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Sie können auf mich zählen. Ich werde ihn aufhalten. Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Ich fange auf Pharos an. Die Kolonisten auf Pharos könnten noch am Leben sein. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ich werde aufpassen. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Ja, müssen wir also nochmal mit ihm reden. Ja, Commander? Alles in Ordnung. Wie geht es Ihnen? Es geht so. So hatte ich mir mein Karriereende nicht vorgestellt. Dieser Papierkram geht mir auf die Nerven. Aber Sie sind der Einzige, der Saren aufhalten kann. Ich glaube an Sie, Shepard. Wenn das bedeutet, dass ich abdanken muss, tue ich es. Sie kennen Saren schon länger. Erzählen Sie mir, was sich vor 20 Jahren zwischen Ihnen und Saren abgespielt hat. Es erinnert mich an die Situation vor 20 Jahren. Damals war Botschafterin Goyle unsere Repräsentantin hier auf der Zitadelle. Und wie Odina wollte auch sie, dass ein Mensch bei den Spectres aufgenommen wird. Sie hatte mich dafür vorgesehen. Der Rat schickte Saren, um mich zu beobachten und meine Leistung zu bewerten, genauso wie er Nihilus geschickt hat, um sie im Auge zu behalten. Warum so geheim? Warum haben Sie mir nicht die Wahrheit gesagt? Ich bin nicht stolz auf diese Geschichte. Ich hatte die Chance, der erste menschliche Spectre zu werden und bin gescheitert. Dafür hat Saren gesorgt. Was ist passiert? Ich glaube, ich habe ein Recht, die ganze Geschichte zu erfahren. Wir hatten Informationen über einen abtrünnigen Wissenschaftler, der von den Batarianern unterstützt wurde. Er wollte draußen im Randsektor eine Anlage bauen und illegale KI-Technologie entwickeln. Die Allianz hatte schon fast alles erledigt, aber der Rat wollte, dass ein Spectre sich die Sache ansieht. Wir schlossen einen Kompromiss. Ich bekam den Auftrag, Saren bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Wir fanden ihn in einer Raffinerie auf Kamala. Er war irgendwo da drin, bewacht von einer Armee batarianischer Söldner. Der Plan war einfach. Reinschleichen, den Wissenschaftler holen und wieder rausschleichen. Schnell
Leise und ohne unnötiges Blutvergießen. Aber etwas ging schief. Klingt, als wäre es nicht nach Plan verlaufen. Saren und ich trennten uns, um die Suche auszuweiten. Und irgendwann gab es dann diese mächtige Explosion im Raffineriekern. Von offizieller Seite wurde sie als Unfall deklariert. Aber ich denke, Saren hat diese Explosion ausgelöst, um die feindlichen Wachen abzulenken. Wurde jemand verletzt? Gab es dabei viele Opfer? Die Explosion hat die Raffinerie in Stücke gerissen. Es stand alles in Flammen. Schwarze Chemierauchwolken stiegen auf. Drinnen gab es keine Überlebenden. Ganz in der Nähe gab es ein Lager für die Arbeiter und ihre Familien. Durch das Feuer und diese Giftwolken starben mehr als 500 Leute. Fast alle waren Zivilisten. Saren war es egal. Das Ziel war eliminiert, Mission erfüllt. Aber mir hat man die Schuld gegeben. Danach wollte niemand mehr, dass ich zu den Spectres gehe. Aber es war nicht ihre Schuld. Aber Saren hat auch die Explosion verursacht. Warum gab man ihnen die Schuld? In seinem Bericht behauptete Saren, ich hätte seine Tarnung auffliegen lassen. Er sagte, es wäre meine Schuld gewesen, dass uns die Wachen erwartet hatten. Dass es aus diesem Grund zu einem Massaker geworden war. Sarens Bericht reichte dem Rat und meine Chancen, jemals ein Spectre zu werden, waren dahin. Das ist nicht Ihre Schuld. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Commander. Nein, ich werfe es Saren vor. Ich denke, er wollte, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Er suchte nach einem Grund, um diese Raffinerie in die Luft zu jagen. Vielleicht findet er einfach Gefallen an Gewalt. Vielleicht wollte er mich nur schlecht aussehen lassen, damit ich nicht bei den Spectres aufgenommen werde. Jedenfalls hat es funktioniert. Das ist egal. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, Saren aufzuhalten. Sie haben recht, Commander. Die Vergangenheit hilft uns nicht weiter. Sie haben für die Spectres gearbeitet, untersuchen Ferros. Können Sie mir Informationen über unsere Kolonie auf Ferros geben? Der ganze Planet war einmal eine gigantische proteanische Stadt. Jetzt sind fast nur noch Ruinen übrig, aber ein Teil der Infrastruktur ist noch intakt. Die Kolonie wurde auf den Resten der proteanischen Gebäude gegründet. Nach dem Angriff der Geth haben wir den Kontakt verloren. Das Artemis Cloud Cluster. Der Artemis Tau Cluster. Was wissen Sie über den Artemis Tau Cluster? Nicht viel. Ich war noch nie dort. Eine Handvoll Systeme mit ein paar nicht verzeichneten Welten. Aber keine richtigen Kolonien. Das könnte schwierig werden, Dr. Zoni dort zu finden. Ich rate Ihnen, die Welt mit den proteanischen Ruinen aufzusuchen. Okay. Noveria. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Auf Noveria gibt es immer Ärger. Das hat schon Tradition. Der ganze Planet ist praktisch eine Spielwiese für Unternehmen, die illegale Forschung betreiben. Seien Sie dort extrem vorsichtig, Shepard. Die einzige Zitadell-Autorität, die Noveria anerkennt, sind die Spectres. Aber sie sind nicht gerade beliebt. Und Baines? Was können Sie mir über Armistan Baines erzählen? Wo haben Sie den Namen gehört? Ist doch egal. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Baines ist tot. Und zwar schon ziemlich lange. Sicher? Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, scheinen zu glauben, dass er noch lebt. Weil es nicht allgemein bekannt ist. Das Militär hat die Sache unter Verschluss gehalten. Baines hatte einen hochgeheimen Job für die Allianz erledigt. Nicht einmal ich wusste davon. Und eines Tages fand man ihn tot an Bord eines Spähschiffes. Jeder wusste, dass etwas faul an der Sache war. Aber es gab keine offizielle Untersuchung. Spähschiff? Was können Sie mir über das Spähschiff erzählen? Ich weiß nicht viel darüber. Sie sollten mit Admiral Kahoku sprechen. Einer seiner Crews hat Baines Leiche entdeckt. Wo finde ich ihn? Können Sie mir sagen, wo ich ihn finde? Ich hörte, dass er im Turm sein soll, um den Rat zu überzeugen, Baines Tod zu untersuchen. Kann ich noch etwas für Sie tun, Commander? Nein, Sir. Oder? Nein. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Jo, haben. Oh nein. Oder ich sehe ja alle gelesen. Veria, vier rustige Angriff, die aber Tessoni finden. Ja. Ist das hier die Normandy, wo ich hin will? Scheint so. Ah, gehen wir dann mal rein. Bereithalten, Landungstrupp. So. Dekontamination aktiv. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Komisches Gefühl. Captain Anderson sollte das Kommando haben.
Ich fühle mich, als hätte ich ihm sein Schiff weggenommen. Der Captain wurde ausgebootet. Aber Sie hätten auch nichts daran ändern können. Wir geben Ihnen keine Schuld. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ehrliche Ansage auf meine Art, kurz ansprechen, eine ehrliche. Hier spricht Commander Shepard. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Ich will meine Crew nicht anlügen. Das wird keine leichte Mission. Was haben wir denn als erstes? Verantwortung der Menschen. Eden Prime war nur der Anfang. Keine Hilfe zu erwarten. Eden Prime war nur der Anfang. Bis jetzt wurde nur eine menschliche Siedlung in der Traverse angegriffen. Aber Saren hat noch viel mehr vor. Seine Geth-Armeen werden nicht am Rand des Zitadell-Sektors verbleiben. Saren wartet schon auf uns. Unser Feind weiß, dass wir kommen. Wo auch immer Saren nach der Röhre sucht, wir werden da sein. Wir werden ihn bis ins Ende der Galaxie jagen und auf Strecke bringen. Wir dürfen nicht versagen. Dies ist die wichtigste Mission, die wir alle je erlebt haben. Das Schicksal der gesamten Galaxie hängt davon ab. Wir werden Saren aufhalten. Um jeden Preis. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Wir werden ihn nicht enttäuschen. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. So. Ach, perfektes Folgenende. Bis dahin und tschüss.